Frau Martinenko, wir sind hier in der Hausarztpraxis Dr. Sitter. Sie stammen ursprünglich, sind geboren in der Ukraine. Wie verfolgen Sie jetzt die Bilder, die aus Ihrer Heimat kommen? Ja, natürlich ist es jetzt aktuell schwierig, das alles zu sehen, was passiert wird in der Ukraine, weil meine Freunde geblieben sind, ja, und meine Eltern sind auch da. Und ja, man wacht auch und schaut sofort die Nachrichten und vom Schlafen auch natürlich. Man will natürlich etwas dafür machen, ja, um den Menschen zu helfen, die jetzt leiden. Und dank meinem Chef, Dr. Sito, organisieren wir jetzt auch eine Lieferung an der Ukraine, an dem Krankenhaus in der Ukraine mit nützlichen Waren bzw. so Verbandmaterial, Medikamenten und alles, was die Menschen in Not brauchen könnten. Genau, das ist jetzt alles ausstehend. Ne? Genau, das planen wir. Entweder dieses Wochenende machen oder nächste. Genau. Sie stammen aus der Zentralukraine. Wie ist Genau, da richtig. die Lage? Das ist die Stadt Cherkasse. Aktuell ist da ruhig, da meine Eltern wohnen jetzt aktuell da und man kann natürlich nicht sagen, wie es weitergeht. Hoffentlich wird da so bleiben, wie es jetzt ist. Genau. Jetzt sprechen Sie sehr gut Deutsch. Seit wann sind Sie in Deutschland und warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich arbeite hier schon seit 2 Jahren ungefähr. Genau. Und ich war als Au-pair hier auch 2016, aber in NRW. Ja, und ich bin nach dem Studium gekommen, umgezogen, weil die Perspektiven im Sinne von Entwicklung von der Medizin hier ja, sehr gut sein. Deutsche Medizin ist weltweit berühmt für gute Qualität und deswegen, ja. Wie waren denn Ihre Pläne, bevor der Krieg ausbrach? Also, wie lange wollten Sie hier bleiben? Was wollten Sie da machen? Wie sollte Ihre Zukunft ausschauen? Also ich möchte mein zukünftiges Leben hier bleiben, in Deutschland. Und das war natürlich unabhängig davon, was in der Ukraine passiert wird. Das ist natürlich danach passiert. Genau. Und Ihre Eltern, Sie haben gesagt, Ihre Eltern sind noch in der Ukraine. Sie machen sich sicherlich große Sorgen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, sie nach Deutschland zu bringen? Ja, es wäre eine Möglichkeit, sie nach Deutschland zu bringen, zum Beispiel, ja, dass sie bei mir wohnen und ich um sie kümmern, aber sie haben dafür entschieden, dass sie da bleiben und unsere Armee auch helfen, ja, zu kämpfen gegen russische Armee. Genau, und sie sind erwachsen und ich respektiere die Entscheidung von meinen Eltern und obwohl es mir auch wehtut, ja, aber es ist so. Und jetzt bleibt es so bis zum Weiteren. Wie können normale Bürger, die ebenfalls tief betroffen sind von diesen Bildern aus der Ukraine, Ihnen und Ihrer Mission, Ihrer Hilfsmission helfen? Natürlich durch Spenden. Ja. Es gibt jetzt viele Organisationen, die diese Spende weiterleiten an die ukrainische Regierung, an Einkaufen von Schutzmitteln, an Medikamenten, alles, was man braucht. Genau, ich weiß das, ich habe gehört, dass Antenne Bayern nimmt auch Spende an. Und ich bin sicher, dass es gibt schon also mehr als 10 Organisationen überall und es ist überhaupt kein Problem, eine Organisation zu finden. Es sind viele Freunde noch von Ihnen in der Ukraine. Wie erleben die diesen Krieg, diesen Völkermord an den Ukrainern durch Putin? Viele von meinen Freunden müssen in Bunker bleiben wegen ständiger Bombardierung. Und die Männer kämpfen mit, ja, aus eigenem Willen. Nicht nur, dass man aus dem Land wegfahren, nicht mehr aus dem Land fahren darf. Ja, und das ist natürlich sehr besorgend, das alles mitzukriegen. Sie sind Ukrainerin mit Herz und Seele, Ärztin in Deutschland. Was machen Sie denn, wenn jetzt ein russischer Patient zu Ihnen kommt? Also ich bin natürlich vor allem eine Ärztin und wenn ein Patient unabhängig von Nationalität oder eigenem Glauben zu mir mit
gesundheitlichen Problem kommt, ich behandle alle Menschen, alle meine Patienten gleich.